Nichts für Leute mit niedriger Frusttoleranz, Klammer, zum Beispiel Hagen. Schreibt der Chat. So, und wenn das Spiel jetzt eben schon so hektisch war. Jetzt hast du 50 Sekunden. Komprisma sagt, einfach zu verstehen, hart zu meistern. Das ist schon ein Garant, dass es gut ist. Was ist denn das hier? Ein Level. Okay, also erstmal erfassen, wie es geht. Das Buch ist direkt daneben. Ja, kann ja so schwer nicht sein. Nur, dass da ein Trampolin ist oder sowas. Du brauchst eigentlich nur... Das Problem ist, dass der... Kann er sich da nicht einfach durchbohren? Geh doch, nimm doch einfach mal den Chanok und guck mal, was passiert. Dass wir mal verstehen, was eigentlich das Problem ist. So, da ich die Richtung nicht ändern kann, kann ich hier auch nicht rechts rauffallen. Das heißt, ich kann den nicht dingsen. So, gehen wir doch hier einfach mal durch. Machen die Treppe mal kaputt. Und gehen einfach drüber. Ach, das ist kein Trampolin, das ist eine Mausefalle. Ja. Also musst du runterfallen, den rechts befreien, der da über die Dings drüber laufen kann. Und der muss ich dann lang machen. Ja, der kann nicht... Damit ich an der Falle vorbeispringen kann. Nee, das geht nicht. Natürlich, warum nicht? Du musst hier nach rechts bohren, dann da nach links bohren und dann da nach rechts bohren. Meine Güte. Den zu befreien. Aber weil der bringt dir nichts. Ach, den kann ich hier hochkrabbeln. Ja, eben. Du brauchst den alten Mann mit dem Sombrero. Das ist ja... Dann sind die 50 Sekunden echt knapp bemessen, so langsam wie die fallen hier. Ja. Jetzt kitzelt nächstes Jahr schreibt auch, der muss ich erst nach rechts bohren, den unteren befreien und so weiter. Und der Schaltstraße sagt, das Level erinnert an Bubble Bobble. So, go! Ja, aber den... Stimmt, nein, direkt nach rechts. Doch, direkt nach rechts wäre auch gegangen. Das wäre sogar eine Ebene weniger gewesen. Ja. Ich bin ja... Ja, okay, das sind wahrscheinlich die entscheidenden 10 Sekunden, die uns nachher fehlen. Genau, wenn er nicht bohrt, läuft er auch schneller. Ja, wird mal gefragt, wie das heißt. Das ist Charnekes von Amoeba Software, war es, glaube ich. Ein Freeware-Spiel aus Mexiko. So, jetzt musst du nur da drüber laufen. Ja, aber wenn ich den da drüber laufen lasse, dann fällt er in die Falle. Ah, das heißt, du brauchst noch den anderen. Das sage ich doch. Ja, dann hol den doch. Ja, wollte ich ja. Dann sagst du, du musst nur drüber laufen. Ja, du spielst hier. Ich gebe ja nur Tipps. Ah, ich jetzt wieder. Ja, es ist schon hartes Zeitlimit hier. Ich habe schon wieder keinen Kaffee mehr. Das ist Freeware. Hagen, hol doch dem Markus mal einen Kaffee. Nein, alles gut. Ich krieg sonst Puls. Okay. Noch mehr Puls. Noch mehr Puls. So, diesmal gehen wir gleich rechts rum. Das spart uns 10 Sekunden. Das Spiel ist Freeware. Dennis, wo kann man das runterladen? Link in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich habe gerade im Chat hier, im Live-Chat, ihn auch durchrollen sehen. So, du kannst während dem Fallen doch jetzt schon mal umschalten das und loslaufen, um Zeit zu sparen. Und während der fällt, können wir dann... Wieder zurückschalten. Genau. So, und jetzt muss der erstmal loslaufen und die Brücke machen. Ja, aber... Da komme ich hoch, jawohl. Brücke machen. Den go, da. Go, go. So, gucken, wahrscheinlich müssen wir gleich nochmal Brücke machen. Nö, da kommt einfach rüber. So, ja, ah, jetzt, genau. So. Ich sag doch, die fallen zu langsam. Ja, du musst wahrscheinlich das parallelisieren. Also es ist wirklich so auf die Sekunde genau. Freund, ich brauche 3 Hände. 2, die den Joystick halten und eine, die tippt. Ich versuche hier mal, so, los. Okay. Und nach rechts. Nach rechts. Schnell fallen. Schneller, 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 schneller. Er hätte während dem Fallen schon mal den loslaufen lassen können, damit er nach links geht. Okay, können wir gleich machen. Der fällt ja gleich wieder. Ja. So, laufen, 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 laufen. Bohren. Nach links laufen.
Laufen. Bohren. Boah, Leute, Teamwork. Das ist echtes Laufen. Teamwork. So, jetzt muss ich anderen holen. Weiterlaufen. Droht. Brückeln und Endspurt. Die Sterne sind schon weg. Dennis! Schieben! Schieben! Ja, der fällt so langsam! Boah. Ah, geschafft! Leute. Sehr gut. Weil wir zu zweit sind. Allein. Das ist so ein Kind. Also, klar, dieser Joystick hat Saugnöppel, ja? Ja. Aber der rutscht trotzdem. Also, es wird eine Herausforderung. So, was so, muss man denn Level hier analysieren. Der fällt ja gleich auf die Bombe. Ja, du hättest den anderen da. So. GG. Ey, der Level, der rum ist, bevor du überhaupt eine Aktion gemacht hast. Und zwar, weil du keine Aktion gemacht hast. Ich glaube, jetzt habe ich Escape gedrückt. Und ich glaube, jetzt geht er ins Hauptmenü. Wenn jemand uns bitte mal das Passwort, was man gerade gesehen hat, posten könnte in den Chat. Bitte einmal kurz das Passwort von eben. Hat das jemand verfolgt? Bestimmt. Geh mal auf Codes. Basdu. Mit Fragezeichen. Vielen Dankeschön. Dank, lieber Chat. Denkt an den Peter, der muss auch mal was essen und trinken. Hagen macht die Party daneben. Leute, wenn ihr das sehen könntet. Okay, so, dann brauche ich jetzt zuerst den Brückenmann. Ja. Okay. Okay. So, weg. Weglaufen. So. Wir brauchen... Ich verstehe es nicht. Man kann sich nicht von oben nach unten bohren, ne? Die Zeit ist gleich rum. Wir sind schon wieder morgen. Also mach eine Brücke. Laufen. Okay. So, links, 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 links. Fallen lassen. Laufen. Bohren. Einmal durch den Blumenkübel. Na komm. Weiter bohren. Ah, nee. Ah. Okay. Ja. Wie kriegen wir da das Loch nach unten? Okay, den muss man. Ah, den muss man nach rechts schieben. Mhm. Dann brauche ich jetzt. Aber der kann ich schieben. Dann gib mir den Mexikaner Hut nochmal. Der kann da links runterfallen. Dann kann er da drüber gehen. Und dann kann er rechts von schieben. Da schieben. Ja. Mhm. So wäre es gegangen. Das hätten wir im. Meine Güte. Also, die Level sind nicht darauf ausgelegt, dass man sie im ersten Durchlauf schafft. Ja. So, und jetzt brauchen wir aber noch den anderen, der da die Brücke macht. Ja, und du musst diesen Erdhügel da wegkriegen. Und vor allem kommen wir an dem. Ja, laufen. Erst den Erdhügel wegmachen. Weil jetzt fällt er nämlich. Also man muss erst den Erdhügel wegmachen, dann den Bildschirm runterschmeißen. Okay, also wir machen erst wieder Blitz-Action, indem wir die Brücke bauen, ja? Ja. Also das erste Singleplayer-Game für zwei Spieler. So, lass mich mal fallen und runter. Guck mal, ob wir an der richtigen Stelle rauskommen. Nee, der kommt zu früh runter. Wir müssen okay. erst auf die, erst auf die, Brücke. Erst die Säule wechseln. Ja, okay. Boah, Leute. Aber es ist ein total witziges Spiel. Ein total sehr kreativ. Witziges Spiel. Ich mag das Spielprinzip. Okay. Brücke links. Brücke rechts. So, halt.
Jetzt zurück. So, mit loslaufen. Und jetzt musst du, glaube ich, den Topf wegbohren und dann den Hügel wegbohren. Hallo? So, rechts. Während er fällt, hole ich den anderen. Okay. Ich habe nur ein Problem. Das war falsch rum? Ja, ja. Ich habe ein Problem. Ja, ich habe nicht drauf geachtet. Das meinte ich mit, ich hole den anderen. Ja. Okay, nochmal das Ganze. Konzentration. Peppo, was? Tempo. Was sagen Sie? Den Namen. Chencho. Ach so. Also nein, der soll ja hier runterfallen. So, los. Kannst du mir den anderen nochmal geben? Welchen? Den mittleren. Während der fällt, kann ich ja mit dem schon mal in die Mitte gehen. Mhm. Jetzt ist ja auch egal. So, wechseln. Links. Wenn er fällt, gibst du mir den in der Mitte. Nein, er fällt noch nicht. So, jetzt kannst du mir den linken nochmal geben. Okay. So, jetzt brauchen wir aber noch den anderen. Ja, aber der kann ganz nach unten fallen. Gibst du mir den rechten? So, und, achso, der bleibt jetzt nochmal stehen. So, welchen hättest du gerne? Den mittleren. Ja, sehr gut. Und jetzt kann ich gleich nochmal den rechten nehmen. Der kommt ja da hoffentlich hoch, ne? Der kann ja auch da hoch. Ja. Schneller! Nein. Oh nein, 2 Pixel zu weit gelaufen. Das war's schon wieder. Nochmal? Okay, letzter Versuch. Das wird ja wohl zu schaffen sein. Dann Level 25. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie diese Musik wohl mit echten Instrumenten klingt. So eine spanische Trompete. So. Go for it. Nein! Dennis, spielst du eigentlich auch Trompete? Du bist ja so ein Multi-Instrumentalist. Also ich kann auch Trompete spielen, aber halt nicht lange, weil ich nicht den Ansatz habe dafür. Cool. Sonst ist es hauptsächlich die Tuba und das Schlagzeug. Welche habe ich jetzt? Den da habe ich. Der kann da runter. Und jetzt kannst du mir den rechten geben, den linken geben, genau. Der kann ja hier schon mal bohren. Jetzt kannst du wieder auf den mittleren. Ja, egal. Mittlerer? Kann ja schon mal laufen hier. Ja. Okay, links. Wenn er fällt, gehen wir wieder auf den mittleren. Und dann schieben wir den Monitor. Und dann müssen wir noch bohren. Dann müssen wir noch bohren, bevor der Monitor fällt. Bohren. Okay. Nein, was war jetzt mit dem Monitor los? Ach scheiße, ich hätte den anderen nach rechts stellen können. Das letzte Mal ist der so gefallen, dass er rechts vom Monitor runterkam. Aber jetzt ist zu spät. Nochmal? Oder nochmal? Sollen wir den Level fertig machen? Einen letzten Versuch nochmal. Einen letzten Versuch. Wir spielen... Nach dem letzten Versuch nochmal der letzte Versuch. Der letzte irgendwas, Versuch. Irgendwas mit Schnecken. Chanukas. Chaneques. Mexikanische Fabelwesen sind das. Und es ist ein kniffliges Speed-Knobelspiel. Welchen habe ich jetzt? Den habe ich jetzt. Auf geht's. Und den da. Und dann müssen wir los, und den los. Da. Und jetzt wieder den linken. Oder den da. Ist egal. Charmeckes. So. Und den linken, damit ich das Loch bohren kann.
Und nach rechts. Und dann fallen. Rechts und dann fallen. Und dann können wir hier weiterschieben. Und dann muss ich den Hügel bohren und dann ganz nach rechts gehen. Speedknobeln. So, Achtung, Hügel bohren. Hügel bohren. Und an den rechten Rand stellen. So, genau. Jetzt wieder. So, während der fällt, kannst du links den holen. Und dann machen wir aber auch gleich die Brücke. Ja, jetzt fällt der. Ne, egal. Jetzt können wir hier die. Diesmal nicht wieder so weit laufen, sondern etwas vorher stehen bleiben. Ja. So, und jetzt den Monitor zum Ausgang schieben. Das müsste klappen. Noch sehe ich Sterne am Himmel. Wir sind gut dabei. Jawohl. Wuhu! Dennis! Chaka! Teamwork. Teamwork. Aber es ist ein Singleplayer-Spiel, oder? Es ist ein Singleplayer-Spiel, aber das bei den guten Spielen von damals ist ja so, dass man auch Singleplayer-Spiele durchaus zu zweit spielen kann. So, ich glaube, den gucken wir uns einfach jetzt nochmal an. Okay, wir haben 120 Sekunden, ihn anzugucken. Und go. So, das sind, glaube ich, noch zwei Gegenstände. Das ist ein Tresor oder so. Vielleicht so, können wir. Nee, das ist ein Schrank oder so. Also, wir. Wie geht das? Warum ist denn der Brückenheini da unten? Das ist nicht. Und was ist das da oben für eine Graslandschaft auf dem Mauerstein? Was ist denn, wenn man den jetzt einfach nach rechts laufen lässt? Ah, dann kann man den nicht schieben. Das ist das Problem. Lass mal gucken, was ist denn das hier? Das kann man schon da darüber. Okay. Genau, so. Und wahrscheinlich geht der kaputt, wenn er da links drauf geht. Genau. Also eine fleischfressende Pflanze. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ja. Aber ich glaube, wir haben schon mal einen guten Eindruck vom Spiel bekommen. Und Markus, deine Einschätzung. Ich finde das total cool, das Spiel. Das ist eine schöne Knobelei, anders als Goblins, weil ein ganz anderer Zeitfaktor dahinter steckt, ja. Aber durchaus vergleichbar mit den drei Hannebambeln, die du da mit ihren unterschiedlichen Talenten durch den Level steuern kannst. Ja, oder wie bei Lost Vikings. Ja. Und das Ganze mit so einem Pixel-Lemmings-Charme. Also auf jeden Fall zu empfehlen, wenn ihr was für Knobelspiele, wenn ihr da ein Fable dafür habt, dann ladet es euch doch mal runter. Link findet ihr dann in der Videobeschreibung. Jawohl, von 1994 ist das Spiel. Genau. Charnekes. Der sagt es doch im Intro extra. Ich wüsste auch nicht, wie man es ausspricht. Charnekes. Wenn er nicht im Intro sagen würde. Charnekes. Mexikanische Fabelwesen. Ein Freeware-Spiel aus Mexiko. Mexiko. So, und dann schreibt mal gerne, wie es euch gefällt, wie es euch gefallen hat und wie weit ihr kommt. Und ja, ob ihr es alleine überhaupt schafft oder ob ihr auch auf einen zweiten Spieler da angewiesen seid. Ihr habt ja jetzt den Levelcode für Level 7, 8. Genau, da kann man schon mal ein bisschen was gesehen. Ja. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios, muchachos. Ad Astra. Ich probiere die nicht. Du warst zu nah dran. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso die nicht explodiert. Drück mal Feuer. Ach so, dann lebe ich wieder. Also okay, ich dachte, ich werde dann...